Hey ho Freunde und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Battle Champions, Freunde. Ihr habt es gerade gesehen, Folge 4 ist jetzt losgegangen und wir können auf jeden Fall jetzt weitermachen hier, Freunde. Ich habe einen kleinen Plan für euch, okay? Letzte Folge wollten wir in dem Dungeon da diese Nether-Ebene finden, sind daran aber gescheitert, okay? Und deswegen habe ich daraus gelernt, wir werden jetzt erstmal nicht in den Dungeon reingehen. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo die World Border ist. Die ist wahrscheinlich jetzt auch wieder extrem geschrumpft, ne? Was mein... Oh ja, mein Gott! Guckt mal, die schrumpft gerade, oder? Nee, jetzt nicht mehr. Die war gerade so rötlich, das heißt, die wird gerade kleiner. Okay. Hier ist noch rotes Rock Candy, das nehme ich auf jeden Fall noch mit hier, so. Okay. Wir bräuchten mal wieder gelbes, fällt mir gerade auf. Also wäre mal ganz gut, einfach mal ein bisschen zu meinen, Freunde. Denn ich habe heute als Ziel wirklich tatsächlich auch ein bisschen meinen, aber auch ein bisschen so diese... Wie sagt man, diese Battle Tower halt ein bisschen zu looten, denn in diesen Battle Towern können wirklich richtig coole Sachen sein. Wir müssen nur aufpassen, dass wir den Battle Tower Guardian, heißt der glaube ich, nicht spawnen, weil wenn man in den Battle Tower reingeht und bis ganz nach oben durchgeht, dann spawnt auf der obersten Etappe manchmal einfach so ein Guardian halt. Ich glaube nicht nur manchmal, sondern wirklich immer. Und der ist halt wirklich nahezu unbesiegbar für uns aktuell. Und deswegen müssen wir wirklich aufpassen, dass wir nicht allzu weit nach oben gehen, sondern einfach... Oh, ich habe gerade gehofft, das wären Diamanten, aber es war nur blaues Rock Candy. Ich meine, ich nehme es auch, ne? Aber so Dias wären echt mal cool. Vor allem, wir brauchen ja noch einen weiteren. Dann können wir uns eine Dia-Pickel machen. Und dann könnten wir uns nämlich schon die Obsidian-Rüstung machen, was ja eh mein Ziel war. Wie gesagt, ich muss einmal kurz mal hier Wasser mitnehmen. Falls wir einen Lavasee sehen, können wir da dann direkt... Oh, warte mal, das ist eigentlich gut hier. Ich nehme mal kurz hier die Melonen mit. Weil ich sagen wollte, ich nehme mal ein bisschen Wasser mit, dass falls wir einen Lavasee sehen, da einfach Wasser drüber gießen, hätten wir schon unser Obsidian. Aber, naja, wir müssen so oder so erstmal eine Dia-Spitzhacke kriegen und bis dahin würde uns das so oder so nichts bringen. Aber okay, ich hoffe, das wird bald der Fall sein, dass wir was finden. So, weil hier ist so ein kleiner Krater so mäßig, das ist auf jeden Fall noch viel rotes Rock Candy, das nehme ich mir alles mit hier. Ich weiß nicht, ich glaube, ich werde heute mal wieder versuchen, den Drop zu holen. Habe ich ja die letzten zwei Folgen jetzt nicht gemacht. Wir haben auch noch diese ganzen Lucky-Blöcke, ne? Wir haben jetzt drei Stück. Ich würde sagen, wir öffnen mal einen, oder? Komm, 3, 2, 1, einen öffnen wir und... Oh, warte, warte, das könnte vielleicht richtig gut sein. Kannst du mir jetzt... Extreme Mood. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist. Ich würde sagen, wir machen einfach den nächsten auf. Oh mein Gott, nein, bitte nicht, ich habe Angst. Jorgens, listen to me. I'm the ghost of your future self. You have to stop breaking Lucky-Blocks or you're going to die. Ernsthaft jetzt. Boah, ey, wollen die mir gerade wirklich sagen, dass wenn ich jetzt weiterhin Lucky Blöcke öffne, ich einfach sterben werde? Freunde, ich habe Angst, dass das ist ernst ist, ne? Ich habe Angst, dass die das ernst meinen. Den werde ich garantiert nicht öffnen mit Feuer. Oh mein Gott. Boah, nee, ey, bitte nicht, sag mir jetzt bitte nicht, dass ich jetzt irgendwie verflucht bin oder so und mein nächster Lucky Block Pech bringen wird. Das wäre jetzt ja richtig dumm. Oh mein Gott, bitte nicht. Ey, warte mal. Ey, was mir gerade auffällt. Mir ist gerade... Ich hatte gerade so einen Geistesblitz. Ich habe ja meinen Enchanter gerade, ne? Ich habe den aus dem Dungeon gefunden. Heißt, wir brauchen das Lapis. Hier war doch Lapis, oder? Ja. Ey, das ist richtig gut, dass hier Lapis ist. Nehmen wir alles mit hier. So. Was kann weg? Der Helm, den brauchen wir nicht. Okay, ich glaube, da hinten war noch was. Nehmen wir auch mal mit, vorsichtshalber. Ich glaube, wir brauchen niemals so viel, aber... Keine Ahnung, schadet ja nicht, ein bisschen mehr mitzunehmen. So, wunderbar, haben jetzt 30 Stück, das sollte auf jeden Fall reichen jetzt. Das Ding ist halt, wir bräuchten halt wirklich den Dia. Wenn wir jetzt einen Diamanten finden, dann wäre hier wirklich dann sehr alles anders aus. Und ich würde gerne diesen Lucky Block öffnen, aber ich habe Angst, dass das wirklich jetzt schlecht ist. Sollen wir es einfach wagen? Ich weiß es nicht. Ach, Mann, ich bin jetzt so... Ist mir jetzt egal. Oh mein Gott. 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 Verfolgen die mich? Was war das überhaupt? Ach so. Okay, ich dachte, das wären so Killer-Bunnies. Okay. Die greifen mich nicht an, ne? Man muss sie selber angreifen, damit die einen angreifen. Okay, das ist schon mal gut. Das heißt, ist jetzt unser nächster Lucky Block wieder schlecht? Oder ist das jetzt... Wie sagt man? Ist das Glück jetzt wieder da? Boah, ich habe keine Ahnung. 4 Minuten bis zum Drop. Okay, ich glaube, wir machen so langsam Richtung Mitte. Da vorne... Oh, da vorne... Sieht man die Mitte? Nee, das war der Birkenbaum. Okay, auf jeden Fall ist da vorne die Mitte. Müssen aufpassen. Wenn wir jetzt schon so nah an Spawn sind, kann das jetzt sein, dass wir jede Sekunde Elias quasi sehen, ne? Da müssen wir wirklich aufpassen. War da gerade ein Nametag? Ich konnte schwören, da war gerade ein Nametag. Oh mein Gott. Und warum dauert es so lange, Melonen zu essen? Oh, pretty. Was ist das für ein Erfolg? Das macht der. Big Deep Mithril. Er hat Mithril gefunden, okay. Warum ist hier so ein fetter Baum daneben? Keine Ahnung. Lass mal kurz gucken, ob hier was ist vielleicht.
Hier ist so ein Battle Tower-Ding. Lass mal hier ein bisschen rumgucken. Weil ich glaube, wenn der Drop vorbei ist, dann würde ich generell ein bisschen mal so Battle Tower reingucken. Einfach mal, um zu checken, was da so abgeht. Weil ich glaube, dass das wirklich sehr gut sein kann. Da unten ist noch ein Lucky Brook, ne? Oh, warte mal, hier sind voll viele Kühe. Warum merke ich das jetzt erst? Wir müssen das ganze Fleisch mitnehmen. Das ist richtig smart eigentlich. Warte mal so. Wir haben eigentlich nie wieder Essensprobleme jetzt, oder? Je nachdem, wie viel das jetzt ist. Wenn wir jetzt so 15 Fleisch haben, dann kommen wir locker damit diese nächste Folge aus, oder? Weil Fleisch macht ja auch den Cooldown irgendwie. Verringert das ja extrem. So 14, das sollte passen. Komm, ich öffne den Lucky Block jetzt hier einfach. 3, 2, 1. Eine Kiste. Emerald Boots? Sind die gut? Genau gleich. Behalte mir meine Adamantium Boots einfach. Eisen haben wir noch. Okay. Oh, warte, Glowstone, ne? Warte, ich muss noch an die Kiste. Hallo? Lass mich an die Kiste, Server. Danke. Ah, das war mein Glowstone, oder? Oh, nevermind. Okay, dann packe ich eine Gold weg hier. Und da warte, da war ein Kupfer, das brauche ich auch nicht. So, nehme ich lieber Gold mit. So, okay. Gut. Haben wir das auch schon mal geklärt. Ich würde jetzt gerne mal Richtung Mitte laufen. Warte mal, wie lange ist circa die Nachricht her, dass der Drop kam? Boah, ich habe gar keine Ahnung mehr. Ich habe gar kein Zeitgefühl, ne? Es ist halt ehrlich sehr, sehr unheimlich fast schon, wie sehr man so die Zeit aus den Gedanken verliert. Ich müsste mir mein Fleisch braten so langsam, ne? Ich glaube, ich mache das jetzt mal. Ich brauche wieder Holz ein bisschen. So. Eine Crafting Bench machen. So. Und noch einen neuen Ofen, weil ich hatte meinen ja irgendwie im Dungeon da stehen lassen. Wir müssen eigentlich nochmal zu diesem Dungeon-Eingang zurück, ne? Wobei ich auch nicht weiß, ob der überhaupt noch in der Border ist jetzt. Weil ich glaube, der war ja relativ am Rand sogar, oder? Mist. Okay. Egal, wisst ihr was? Dann gucken wir einfach jetzt mal, dass ich hier ein bisschen Essen kriege. So. Das ist so komisch mit dieser Essensanzeige. Es tut mir leid, dass sie so verbuggt ist, ne? Kann ich ja da auch nichts ändern. Manchmal kann ich jetzt was essen oder nicht? Ne, gerade nicht. Gerade bin ich voll, okay. Manchmal kann ich einfach was essen ohne diese Animation einfach und dann habe ich einfach keinen Hunger mehr. Keine Ahnung, ich check selber nicht. Aber okay, ich nehme mal kurz das Steak hier raus. Haben jetzt zwei Steaks dabei. Das sollte jetzt erstmal passen, weil ich will jetzt erstmal noch mal ein bisschen erkunden hier. Ich will mir ein bisschen mehr einen Überblick verschaffen, weil diese Map ist halt wirklich... Also, es ist wirklich schwer, hier sich zu orientieren. Da vorne ist so ein Battle Tower wieder. Und da vorne ist schon die Mitte, ne? Sehen wir hier irgendwo einen Namen? Da vorne ist der Spawn. Okay, warte mal. Ich gehe mal kurz hier so ein bisschen auf den Berg, so auf Alibi-mäßig. Weil ich glaube, hier wird er nicht gucken, oder? Wenn ich jetzt so... Warte, vielleicht können wir noch kurz in diesen Battle Tower reingucken und danach zum Drop gehen. Oder wann? Nee, der Drop kommt doch safe schon gleich. Ich gehe erst zum Drop... Und danach zum Battle Tower, würde ich sagen. Hä? Lol, guck mal, das war ein Troll. Das ist gar nicht die Mitte. Hier ist die Mitte. Ah ne, warte mal, hä? Ich bin jetzt selber verwirrt. Ich bin dahin genäht. Das war schon richtig. Das ist die Mitte, genau. Aber was ist das da hinten? Ach, das... Ey, oh mein Gott, warte mal. Wenn das da hinten nicht die Mitte ist, dann heißt... Warte mal, Elias hatte... War das... Ne, letzte Folge hatte der, glaube ich, so ein Wishing Well, oder? Und da kommen doch manchmal Beacons. Das kann sein, dass das, dass da Elias letzte Folge war, genau da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guck mal, da vorne steht auch noch ein Lucky Block, den holen wir jetzt auch gleich, würde ich sagen. Naja, Drop, okay. Okay. Ich geh da hin. Oder warte, ich mach den hier, warte. War das der? Ich glaube, das war der hier. Ja, warte, so. Ich muss irgendwas droppen. So, weg damit. Damit, so. Okay. Ich guck mal so. Okay. Wir haben den Drop. Okay. Gut. Ich lasse jetzt alles liegen, so. Ich renne jetzt erstmal wieder weg hier. So. Auf Distanz gehen. Schön. Okay. Richtig gut. Wir haben drei weitere Lucky Blöcke. Das ist richtig gut jetzt. Okay, komm. Einmal kurz hier wieder Rüstung anziehen. Okay. Werden wir verfolgt? Nee, okay, scheint nicht so. Okay. Haben wir überlebt. Big. Richtig gut. Okay. Wichtig. Okay. Ich würde sagen, warte mal, hier drin, war ich hier drin schon? Ich glaube, hier drin war ich schon, ne? Aber da war ich noch nicht gut equipped. Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal hier kurz rein. Und hier hatte ich nämlich schon ein paar Spawner abgebaut, glaube ich. Dann kann man hier ein bisschen chillen, oder? Ja. Okay. Wenn ich jetzt hier hochgehe. Ich muss dich auch mal zu meinem Ofen, ne? Weil der steht jetzt ja noch ganz alleine. Mist, das ist auch voll dumm. Ist da was drin? Ein Emerald Sword? Eine Blaze Rod. Oh, ey, warte mal, eine Blaze Rod ist, glaube ich, richtig gut, oder nicht? Warte mal. Für die, Obsidian-Sachen.
Ja, braucht man dafür. Bräuchten halt noch welche. Ist hier was? Hier ist eine Spinne. So. Kurz den Spawner wegmachen. So, so, so. Okay, was haben wir? Halt's Maul, hier ist noch ein Lucky Block drin. Und eine Holzhose, okay? Ich habe keine Ahnung. Äpfel nochmal. Ich gehe noch eine Etage höher. Danach habe ich Angst vor diesem Guardian. So, oh mein Gott. Ja, hier ist auch schon ein bisschen mehr los jetzt. Guck mal an, wie viele Skelette hier schon chillen. Wir müssen aufpassen. Hier sind überall so Löcher im Boden, dass wir da nicht durchfallen, ne? Das könnte auch böse enden, wenn wir an Fallschaden sterben. Oh mein Gott, hier ist noch ein Zombie. Zwei Zombies. So, ich will kurz das hier abbauen. Ey, Zombie, lass mich in Ruhe jetzt, meine Güte. So. So, weg mit dem hier. Oh, als ob da noch was gespawnt ist. Als ob hier noch so viel gespawnt ist. So, komm. Krieg die aber. Ich krieg die, komm. Ich krieg die. Oh, da ist noch eine Spinne. Okay, down. Okay, hier ist, ab hier ist nichts mehr drin, glaube ich. Okay. Dann können wir jetzt, glaube ich, so langsam. Warte mal, ich gehe die Treppe runter. Das ist mir zu riskant. Ich gehe einfach die Treppe runter. Ist mir jetzt egal. So. Okay, okay, okay. Gehen jetzt hier wieder diese Treppe runter. Und jetzt sollten wir wieder safe unten sein, oder? So halb. Ja, komm. Passt. Okay. Gut, 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 gut. Dann würde ich jetzt ganz schnell sagen, ich muss eigentlich mein Steak noch holen, ne? Komm, das ist eigentlich so wichtig jetzt. Aber ich wollte eigentlich noch in die andere Richtung ein bisschen erkunden. Oh mein Gott, das ist ein Baby-Zombie. Ich glaube das nicht. So, komm her. So, weg mit dir. Ich muss eigentlich jetzt dahin, ne? Ich kann da meinen Ofen nicht stehen lassen. Zu viele gespielt hat einen Lucky Block erhalten. War ich das jetzt? Ich glaube, ich war das. Oh mein Gott. Ich habe 5 Lucky Blöcke. Plus hier unten steht noch einer, oder? Oder wo war der? Da vorne. Komm, den. Okay, komm. Wisst ihr was? Ich lasse das Steak jetzt einfach da. Haben wir nicht noch. Wir haben noch 6 Äpfel. Komm, das soll jetzt erstmal reichen für die Folge. Nächste Folge werden wir direkt zu den Steaks laufen. Oh nein. Oh nein. Köpfe. Okay. Ich dachte, das passiert jetzt mehr, weil es so rumgelaggt hat, aber. Naja, egal. Okay, hier haben wir noch einen Creeper. Weg mit dir oder ich gehe einfach vorbei. Okay, ich dachte, er explodiert jetzt in mir. Noch ein Creeper. Okay, komm, an dir renne ich auch einfach vorbei, weil du nichts kannst. Okay, gut, das haben wir auch überlebt. Okay, ich sollte aufhören, so riskant zu spielen. Aber solange es klappt, nehme ich es mit. Sage ich, wie es ist. Okay. Lass mal kurz hier zusehen, dass wir hier noch ein bisschen nach Erzen gucken. Weil es wäre halt ehrlich gut, nochmal den einen oder anderen Diamant zu finden. Und ich weiß halt nicht, ob es sich nochmal lohnt, in den Dungeon reinzugehen. Wo war der denn nochmal? Der war hier doch irgendwo, oder? Da ist noch ein Battle Tower. Irgendwo hier müsste noch der Dungeon gewesen sein. Ich würde halt nach wie vor gerne in die Nether-Ebene. Aber es lohnt sich halt für mich nicht, da nochmal reinzugehen jetzt und dann einfach wieder eine ganze Folge dazu verschwenden. Wisst ihr, das kann ich mir wieder nicht erlauben jetzt. So, 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 hier ist der World Border. Okay, dann lass mal kurz hier am. Oh mein Gott, so. Oh Gott, so, komm, hier ist nochmal Gelbes. Das brauche ich eh noch. So, sehr schön. Komm her, Skelett, dann kommst du auch mit. Okay, okay, okay. Ich laufe jetzt einfach mal hier an den Rand der World Border entlang. Weil alles, was hier ist, können wir nächste Folge nicht mehr kriegen. Ich glaube, nächste Folge ist nämlich schon so, dass der World Border um 75 Blöcke verschrumpft und nicht nur um 50. Oder war das diese Folge auch schon so? Ich habe gar keinen Überblick mehr. Ich weiß es nicht mehr genau. Egal. Lass mal kurz hier gucken, ob hier noch irgendwas Nützliches ist. Aber es sieht irgendwie nicht so aus, ne? Weil ich muss mal ganz schnell hier die Äpfel jetzt mal essen, so langsam. Und ich muss mal diese ganzen Lucky Blöcke öffnen, die ich noch habe. Ich habe noch voll viele Lucky Blöcke. Kann ich noch was essen? Nee, okay. Ich muss immer nachgucken, weil das so verbuggt hier ist. Vielleicht können wir die aufwerten mit Lapis? Das geht. 2%. Egal. Komm, wir haben jetzt einen 6% Lucky Block. Der wird uns retten. Der wird krass, sage ich. Let's go. War da jetzt nichts drin? Lol. Oh mein Gott. Das ist richtig gut, glaube ich. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ey, ich habe gerade einen Geistesblitz. Okay, oh, hier ist noch ein Emerald Lucky Block. Okay, auch interessant. Oh mein Gott, ein Totenkopf. Nee, den öffne ich lieber nicht. Warte mal. Das hier. Warte mal, warte mal. Gravity Gun. Guckt euch das an, Freunde. Wir hätten einen Netherstar. Und wir hätten einen Dia auf. Wir brauchen noch 2 Dias. Wenn wir 2 Dias haben, wäre alles so perfekt. Wir müssen nächste Folge nochmal in den Dungeon, glaube ich. Ich weiß halt echt nicht, ob der noch drin ist, ne? Das ist halt echt blöd, dass ich das jetzt nicht weiß. Ich hoffe, noch einen Lucky Block kommen. Bitte töte mich nicht. Oh mein Gott, Endermites. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Jetzt habe ich Endermites hinter mir hier. Ey, das ist doch nicht normal. Was ist das? Habe ich für ein Pech hier? Zombie, bitte geh weg. Und es wird Tag. Das heißt, die Folge ist gleich zu Ende. Okay. Ich würde da wirklich einmal mal den Dungeon sehen. Damit ich weiß, ob ich da nochmal nächste Folge rein könnte, theoretisch, oder nicht. Oh Gott, das ist alles so stressig gerade. Egal.
Manchmal muss man auch durch stressige Phasen gehen, damit man am Ende was gewinnen kann. So, merkt euch, das ist das Zitat des Tages von heute. Okay, merkt euch das. Zufällig gespielt einen Lucky Block erhalten? Nochmal? Ist das ein Bug? Ich weiß es nicht genau, keine Ahnung. Egal. Hä? Auf einmal Tag. Ich hab keine Ahnung, ich check's nicht. Egal. Lass einfach kurz. Ah, schau mal, da vorne ist der Dungeon. Warte mal. Wir können das jetzt direkt abschätzen. Boah, das wird sich niemals ausgehen, oder? Das wird sich 100 pro nicht ausgehen. Und ich brauche wieder Essen. Ganz dringend. Warum bin ich weg von den Steaks gelaufen? Das war das Dümmste, was ich hätte tun können. Ich muss wieder Rotten Flesh essen, glaube ich. Oh Gott, ist das doof. Das war wirklich unklug. Das war richtig blöd. Schau mal, hier ist der Dungeon. Das ist schon mal ganz gut. Aber der wird halt... Ja, hä, schon wieder? Ist die Tageszeit verbuggt? Ich glaube, es ist ein Bug. Wirf die mal weg, die zu viel waren. So, keine Ahnung. Ich weiß nicht, irgendwie ist das System, glaube ich, gerade ein bisschen verbuggt. Keine Ahnung, ich check's auch nicht. So. Gut, ein Zombie. Ja, kann den Zombie nicht machen. Elias ist tot. Elias ist gestorben. Okay, Freunde, ich habe gerade mal noch mal ein bisschen Essen gefarmt, aber irgendwie ist das ganze System heute nämlich total verbuggt, Freunde. Deswegen haben Elias und ich uns jetzt dazu entschieden, einfach die Folge jetzt hier zu beenden, Freunde. Deswegen hoffe ich auf jeden Fall, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Abonniert meinen Kanal, um mich kostenlos zu unterstützen. Aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Man sieht's in der nächsten Folge, wenn es wieder als Minecraft Battle Champions. Bis dann, haut rein, Leute, und ciao. Yeah, I'm counting paper crop, it might be mine, yeah. If you want one, now you coming with a paper. I ain't texting shawty back.